das nach zweien Tagen Ostern fiel und des Menschen Sohn hier überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaifas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, wie, ja, wie, ja. Sie boten ihm 30 Silberlinge
und von dem man sucht der Gelegenheit, dass er ihn verriet. Aber am ersten Tag der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm.
des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viel zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an von dem Gewächse des Weinstocks nicht mehr trinken. Bis an den Tag, dass ich neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und da sie den Lob des angesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Himmel. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich für euch hingehen in Galiläa. Petrus antwortet und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich mich doch nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagt er auch allen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis dass ich dorthin Leibet.